Wir wollen uns jetzt mal den Hall-Effekt anschauen. Ich habe hier einen Leiter aufgezeichnet und diesen Leiter habe ich mal in diesem Bereich hier ein bisschen verbreitert, und zwar durch diesen Kasten. Der Kasten hat die Breite B, die Länge L und die Dicke D. Kreativ, ich weiß, danke. Dieser Leiter wird durchflossen von einem Magnetfeld, das genau senkrecht dazu steht. Und ihr wisst schon, was jetzt kommt. Linke Handregel, also der Daumen zeigt in die Stromrichtung, der Zeigefinger in die Richtung des Magnetfeldes. Und ja, der Mittelfinger zeigt uns jetzt tatsächlich die Lorentzkraft an, also in diese Richtung. Das heißt, wir haben hier eine Lorentzkraft wirken, FL. Und die ist genau senkrecht zur Bewegungsrichtung der Elektronen und auch senkrecht zum B-Feld. Und was wird das Ganze jetzt bewirken jetzt hier drinne? Das heißt, unsere Elektronen, die werden sich jetzt bewegen, und zwar natürlich vermehrt auf diese Seite. Das heißt, diese Seite hier des Leiters, die wird immer negativer im Vergleich zu dieser Seite, denn die wird dazu immer positiver. So. Dadurch baut sich also jetzt hier drinne ein Ungleichgewicht auf. Und bei so einem Ungleichgewicht ist es dann ähnlich wie beim Kondensator, bekommen wir hier ein elektrisches Feld. Dieses elektrische Feld, EH, wird es genannt. Das ist das Hall-Feld, elektrische Hall-Feld, was sich jetzt hier aufbaut. Da kommen wir aber gleich noch zum Herrn Hall. So, wenn wir jetzt ein elektrisches Feld schon haben, dann haben wir natürlich dort auch eine elektrische Kraft. Und die wollen wir uns auch mal aufschreiben. Das ist also jetzt hier F, nehmen wir es einfach mal H, wenn man weiß, dass es dazugehört. Und das ist minus die Ladungen mal diesem schönen E-Feld, was sich jetzt dort aufbaut. So, die Lorentzkraft zeigt ja in diese Richtung, aber die Kraft dieses elektrischen Feldes, die zeigt jetzt genau in die andere Richtung. Das heißt, sie wirkt genau der Lorentzkraft entgegen. Das Ganze summiert sich auf 0. Das heißt, wenn wir es jetzt mal zusammen aufschreiben, die Lorentzkraft nochmal hier hingeschrieben, die war ja E mal V Kreuz B. Wobei, da hier alles senkrecht zueinander steht, können wir das auch so schreiben. E mal V mal B. Und wenn wir das Ganze jetzt mal gleichsetzen, dann steht hier minus E mal EH ist gleich E mal V mal B. Nun, jetzt können wir noch ein bisschen was kürzen. Ich möchte diese beiden E's auf die beiden Seiten. Und dann schauen wir uns jetzt auch mal nur die Beträge an. Das heißt, das Minus vergessen wir jetzt einfach mal. Und wir haben jetzt hier stehen, dass das Hall-Feld hier, dieses elektrische Hall-Feld, EH gleich V mal B ist. So weit, so gut. Wenn wir jetzt an dieser Stelle sind, dann ist da jetzt vielleicht die Frage, wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir jetzt auch unseren Strom da reinbauen, unser I. Nun, I ist Q durch T, also die Ladungen, die wohl ein bisschen pro Zeit durchströmen. Das heißt, I ist gleich Q durch T. Und wenn wir jetzt soweit sind, dann können wir aus unserem bisherigen Kurs schon folgend Folgendes hinschreiben. Das Ganze ist dann N, die Teilchenzahldichte, mal A, die Querschnittsfläche, mal L, mal E mal V. Durch L. Wenn wir jetzt so weit sind, dann können wir das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter aufdröseln. Und zwar, dann steht da nichts anderes als hier, als N mal A mal E mal V. Das L kürzt sich hier weg. Und das A, das ist jetzt unsere Querschnittsfläche, das ist B mal D, also diese Fläche hier. Das ist unser A. Bauen wir es direkt damit ein, dann steht hier N mal B mal D, mal E, mal V. Und damit können wir jetzt wieder in unsere Spannung mal hineintauchen, die wir jetzt dort haben. Die Spannung hier schließt sich aus unserem elektrischen Feld, was wir hier stehen haben. Das heißt, dort steht also erstmal B mal V mal Groß B, also BVB für alle Fußballfreunde. Kann man sich vielleicht leicht merken dadurch. Und mit unserem neu gelernten steht dann hier, UH ist gleich 1 durch N mal E mal I mal B durch D. Dieser Faktor hier vorne, das ist die Hall-Konstante.
Und die Hall-Konstante ist ganz interessant. Sie hat für unterschiedliche Materialien natürlich unterschiedliche Werte. Und wenn wir das mal angucken, ich habe mal so ein paar aufgeschrieben, dann ist zum Beispiel für Kupfer der Wert hier minus 5,3 mal 10 hoch minus 11 Kubikmeter pro Klump. Hierbei ist er noch relativ stabil, aber natürlich ist dieser Wert unheimlich abhängig jetzt, was beim Material passiert. Und das Material, das ist nun mal Metall, hängt also sehr stark von Temperaturen ab. So ist zum Beispiel bei Aluminium, das ist viel problematischer. Dort habt ihr Werte zwischen plus 9,9 bis zu minus 3,4 mal 10 hoch minus 11 Kubikmeter pro Coulomb. Das heißt, wenn ihr also eine Aufgabe rechnet, solltet ihr auf jeden Fall beachten, dass ihr dort dann den entsprechend richtigen Wert für unterschiedliche Temperaturen nehmen solltet. Normalerweise ist aber dieser Literaturwert angegeben. Und so viel zum Hall-Effekt.